Das ist ärgerlich. Ja, ist halt nervig. Das ist schon... Jo, hallo Leute. Ich grüße euch aus Sense Survivor hier und herzlich willkommen zu 3 Raids. Ja, kein fröhliches Hallo Menschen heute, weil beim Schneiden des Videos kam ja schon wieder eine pure Kotze hoch. Und zwar geht es wieder um das Thema Scav-Karma, was ich absolut beschissen finde, so wie es aktuell implementiert ist, macht es überhaupt keinen Sinn und ich könnte schon wieder ausflippen. Da reißt du dir als Scav-Spieler den Arsch auf, knallst PMCs ab, lootest, willst raus und wirst am Ende im Exit von einem freundlichen Scav-Spieler über den Haufen geschossen. Was habe ich mir gedacht? Okay, die Strafen für das Verletzen des Scav-Karmas sind halt noch viel zu niedrig. Aber auf der anderen Seite ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video erinnern könnt, wo Benji auf mich geschossen hat, weil er dachte, ich bin ein Scav, obwohl ich ein PMC war. Ich hatte halt diesen Respirator auf und kein Helm und oder sonst eine Kopfbedeckung. Und er hat halt gedacht, ich bin ein Scav. So könnte man sich als PMC ein bisschen tarnen und halt Scav-Spieler oder Scavs jagen oder so. Scavs wahrscheinlich nicht, die erkenne ich, aber Scav-Spieler. Auf der anderen Seite soll es ja schon passiert sein, dass Scav-Spieler PMCs erschossen haben. Also wie sieht's dann aus? Dann looterst du den und siehst dann halt auch nicht mehr aus wie ein Scav, sondern wie ein PMC mit Helm, Maske und dicker Body-Armor, fetter Waffe, dicken Rucksack. Wenn ich dann als Scav-Spieler den sehe, denke ich doch, es ist ein PMC und schieße ihn immer einen Haufen. Also verschlechtert sich auch mein Scav-Karma. Für mich persönlich, und nehmt es mir nicht übel, das ist meine ganz persönliche Meinung, das Scav-Karma ist die größte Scheiße, die ins Spiel gekommen ist. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Rennt ihr wieder beide verkehrte Richtung, oder? Oder verschiedene Richtungen? Wo wollen wir hin, ich dachte? Zum Torf, oder? Hat Orientierungsprobleme, gebe ich ehrlich zu. Habe ich immer, wenn ich spawn. Ich nur ganz, ganz selten. Heute war ich mal auf Woods schon und da bin ich gespawnt, da wusste ich auch nicht, wo ich war. Das ist ein ganz seltener Spawn gewesen, irgendwie da. Das war so zwischen Bärscamp und Scav-Bunker. Was, wir haben Geld mit? Oh ja, ich hab Geld mit. Das muss ich erstmal gucken. Kurze Schreck, weil ich es vorhin so auf Customs ausgepackt habe. Hat jemand mal von euch so ein blödes Magazin gefunden, so ein 60er? Nö, hab ich gebaut. Da brauchst du Workbench Level 2, ja? Hey, da unten läuft einer. Er liegt. Das war ein zweiter, glaube ich. Ich auch. Scheiße. Ja, es waren zwei. Scheiße. Zweiten habe ich auch. Mann, warum waren das zwei? Du Held. Das sieht lustig aus. Das muss ich mal sagen. Ich habe ja gut Schaden gemacht bei den Typen. Bin drin, Klaus. Ja. Ich warte noch auf Sitzungsstart, aber jetzt komme ich, glaube ich. Okay. Kannst du schon mal die Gegend clearen? So, ich habe dich rascheln gehört. Ja. Oh, bei den Bunkern sind wir. Da bist du vor mir. Ist hier nicht so eine Batterie, die immer spawnen kann? Ja. Angeblich. Geh mal in dem einen Bunker hier vorne. Geradezu. Da liegt ja mal nichts.
Nö, gibt's glaube ich nichts in diesem Drecksding. Eine Kiste ist hier. Ach, ich könnte es auch gar nicht mitnehmen, wenn ich sie finde. Stimmt, ich auch nicht, ich habe gar keinen Rucksack. Das heißt, ich immer Skeffrets ohne Rucksack, das ist das allerletzte. Gut, dass wir keine gefunden haben. Hm. Wir hätten uns sinnlos geärgert. Ist am Bahnhof, ne? Aha. Ich sehe sie zwischen den Bunkern, sind sie. Spieler, zwei Stück. Ah, okay. Lass uns hin. Ja, ich bleib ein bisschen weit weg, ich habe einen Longscope. Ah, okay. Ich geh mal oben in den, in den Turm. Er kommt wieder nicht hoch, Alter. Hier liegt ein Toter. Hast du geschafft? Ja, ich glaube, ich habe sogar gelegt. Die sind im Bahnhof reingegangen. Ja. Die waren gut equipped. Und der eine sah nicht so aus. Also. Das, was ich gesehen habe, war so. Oh! Ja. Lebst du noch? Ja, noch. Wo bist denn du? Ich bin in diesen Bahnhofshallen. Direkt vorm Bunker, ja, weißt du? Also hänge ich draußen davor. Von drinnen hat einer auf mich geschossen. Das ist ein Lümmel. Ja, ich seh dich. Sohn. Hassen, ja? Ja. War sogar ein Spieler, Alter. Ich hab einen Rucksack, Klaus. Super. Ja. Achso, ich hab eine bessere Body Armor. Heizungsrohr kann ich raus. Kannst du da auch raus? Aber. Ich muss erstmal mich kurz reparieren. Oh Mann, hoffentlich hat er Bandagen dabei. Blutung. Oder natürlich nicht. Also ich hätte eine Bandage, hätte ich. Okay. Heizungsrohr. Habe ich natürlich wieder nicht, Alter. Hole in the wall, in the mountains. Ich renn mal hinter. Ich gehe nämlich hier ein. Verblute. Okay. Ich hoffe, es schaffe ich. Oh, kennt ihr das Gefühl, wenn du einen großen Fehler gemacht hast? Ja. Ich hatte ja, nee, ich nicht. Hatte ja die drei Skeffs gelegt und bin dann, habe dann danach Medizin genommen. Ja, da wurde jemand gesagt, Mission Fail, ne? Ja. Ich habe vergessen, Restart zu drücken. Oh, Alter. Ich habe gerade drei Skeffs ohne Medizin zu benutzen tot gemacht und habe nicht, hab vorher nicht reset, also die waren nicht aktiv, die Quest. Oh, nee. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht immer
vergessen, oder ich hätte wahrscheinlich auch vergessen, wenn ich es nicht durch Zufall mal gesehen hätte. Ja, ich glaube, die ist jetzt nicht so durchgeguckt. Die schafft man schon, die Quest, aber trotzdem ist es ärgerlich. Ja, ist halt nervig, das ist schon... Das war cool, ich habe gerade einen Skeff getroffen, einen Skeff-Spieler. Haben wir uns beide zugewickelt. Und dann sind wieder unsere Wege gerannt. Das ist cool. Mhm. Das ist schön an dem Karma-System, wenn es funktioniert. Mhm. So, ich bin am Exit, Klaus. Okay. Hat er mich jetzt noch erschossen, der Idiot? Nee. Das ja. ist ein richtiger Assi-Move. Ey, ich hatte vielleicht noch 4 Sekunden oder 0,4, ich weiß. Muss ich mal gucken jetzt, was. Ja, der Skeff hat mich erschossen, Alter. Oh, drüber zum Emmercon? Ja, aber ich hab meinen Rucksack mit, ich Idiot. Findet man, glaube ich, auch keinen, ne? So noch. Aber vielleicht kommt ein Skeff vorbei. Nee. Oder ein Spieler. Oder beides. Oder bald. Mhm. Oh, wie er hier reinstoppt. Oh, Gag-Tape. Geil. Super. Matze, das musst du mir gleich mal zeigen. Ja. Painkiller, sehr schön. Ina. Oh. Noch eine. Und tot. Ja, zwei kannst du überleben. Also, naja, gut, weiß ich jetzt nicht, wie das am Anfang ist mit dem Gear. Schön, BT. Matze, wo bist du? Hier hinten in den Container. Geh jetzt in den ganzen Lang rein. Wo mal wieder nichts liegt. Hier draußen läuft einer. Das bin ich, oder? Du bist Gebüsch gelaufen? Ja, genau. Ja, hier drin ist auch okay. Gebüsch. Aber du bist im Container, Alter. Hier liegt ein Grizzly vor einem Regal. Oh. Braucht ihr das nicht? Ich kann es nicht tragen. Ich bin so ein großer Grizzly-Fan, weißt du? Ja. Wo ist denn hier vorne gewesen? Oh, draußen ist was. Wie laut oder was? Zwei Stück auf jeden Fall. Ja. Mich gehittet. Für was für Leaks? Ja, meine Quest ist verlegt. Geh mal außen rum. Hab einen. Okay. Achtung, ich bin in dem Metallcontainer, wo die Waffenkiste ist. Er läuft? Der Typ. Ich bin auch draußen, direkt am Tor. Da ist hier hinten, wo es der Haupteingang ist, da ist so ein Felsen oder so ein Rohr oder irgendwas kaputtes, Gestein, da stand da oben drauf. Ja, ich höre ihn, ich bin direkt davor. Da läuft einer. Benji, läufst du? Bist nicht du? Nee. Nein. Wer ist das hier? Schieß. Ich bin... Hast du eine AK? Eine SKS? Hast du eine SKS? Nein, ich okay. Hab eine Schrotze. Achtung, hier ist noch aber hart gehittet. Ich bin tot.
Er ist tot? Ich? Nee, er. Ach so. Klaus? Da, wo der Typ eben war. Minus. Super. Draußen ist Minus. Super. Hier drin ist, glaube ich, keiner mehr. Ich hoffe. Hey, ich habe 4 Hitcounts gemacht.